Wie bereits im vorigen Video angekündigt, kommen wir zum Thema Animation. In Kapitel 2 haben Sie den Aufbau von Processing-Programmen mit den Bereichen Setup und Draw kennengelernt. Sie haben wahrscheinlich auch bereits in den Beispielen aus diesem Kapitel bemerkt, dass im Hintergrund während der Ausführung des Draw-Blocks noch viel mehr passiert als eine bloße einmalige Abarbeitung des Codes. Der Aufbau in Setup und Draw und die wiederholte Ausführung im Draw-Bereich ist der Schlüssel zur Animation im Processing. Daher wollen wir nun noch einmal genauer analysieren, was dahinter steckt. Erinnern wir uns kurz zurück. Im Setup-Bereich befinden sich die Voreinstellungen, welche für das gesamte Programm gelten. Und im Draw-Bereich wird dann gezeichnet. Aber wie spielen nun diese beiden Bereiche zusammen? Stellen Sie sich einen Drucker vor. Er hat verschiedene Papierladen, in welchen sich Papierstapel mit verschiedenen Formaten befinden. Und in den Druckereinstellungen wählt man dann, neben weiteren Einstellungen, das gewünschte Papierformat aus. In den Papierladen befinden sich jeweils ein Papierstapel von verschiedenen Formaten. Der Drucker wählt die Lade, welche das eingestellte Papierformat beinhaltet. Er zieht davon das oberste Blatt ein, bedruckt es und wiederholt diesen Schritt Seite für Seite, bis der Druckvorgang beendet ist. So ähnlich kann man das sich mit Processing vorstellen. Die Einstellungen, wie etwa die Größe oder die Farbe des Sketchfensters, werden hier in der Setup-Methode getroffen und diese wird einmalig gleich nach dem Start des Programms ausgeführt. Der eigentliche Druckvorgang wird im Processing mittels der Draw-Methode erst hier unten umgesetzt. Der Programmcode in Draw wird einmal von oben nach unten ausgeführt und das Ergebnis nach einem vollständigen Durchgang im Sketchfenster angezeigt. Anschließend wird ein neues Blatt genommen und die Draw-Methode wieder von oben nach unten durchgeführt. Sobald das Blatt wieder fertig bedruckt ist, wird es wieder im Sketchfenster angezeigt und überschrieben und so weiter und so fort. Das Ganze passiert ca. 60 Mal pro Sekunde. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit sieht es für das menschliche Auge so aus wie eine fließende Bewegung. So wie bei einem Daumenkino, wo einzelne Seiten beim Durchflippen als animierte Grafik erscheinen. Übertragen wir das nun auf unseren Pac-Man. Wie können wir ihn dazu bringen, dass er von links nach rechts, so wie hier, übers Bild läuft? Wir müssen seine Position Schritt für Schritt verschieben, bis er am Ende des Fensters ankommt. Dann soll er wieder von links beginnen und zurückspringen. Also wenn man da am Ende des Fensters ist, dann, schwupp, hüpft er wieder auf die linke Seite. Dies können wir erreichen, indem wir bei der Draw-Methode die X-Koordinate des Pac-Mans immer erhöhen. Damit wird bei jedem Durchführungsschritt von Draw der Pac-Man um einen Pixel weiter nach rechts geschoben. Damit der Pac-Man wieder von links beginnt, sobald er am rechten Fensterrand angekommen ist, nämlich genau jetzt, fügen wir noch eine Modulo Width hinzu. Width ist eine vom Processing vordefinierte Variable. Sie speichert die Breite des Sketchfensters. Sobald Sie den Befehl Size aufrufen, wird die Width auf die Breite des Fensters gesetzt. In unserem Fall sind das jetzt hier 600. Durch den Modulo-Operator erhalten wir daher nie einen Wert, der größer als 599 ist, für Pac-Man Center X. Also jetzt wäre theoretisch 600 erreicht, ist aber nicht möglich. Sie sehen also, der Pac-Man wird Schritt für Schritt ein Pixel nach rechts verschoben und neu gezeichnet. Wäre die Pac-Man-Position durch das stetige Erhöhen schließlich Width, also am rechten Ende des Sketchfensters, wird aufgrund des Modulo-Operators die Variable Pac-Man Center X auf 0 zurückgesetzt und der Pac-Man steht somit wieder auf der linken Seite. Wenn man sich das Ganze jetzt im Detail anschaut, sieht man hier, wie die Variable Pac-Man Center X regelmäßig verändert wird. Die Bewegung in dieser Grafik wird also rein durch die Draw-Methode bzw. durch das Verändern der X-Koordinate, hier mit plus 1 modulo width, durchgeführt. Das Programm läuft so lange, bis es durch den User gestoppt wird. Ganz so einfach funktioniert Animation allerdings nicht. Wie stellt man sicher, dass nicht bei jedem Durchgang die Variable Pac-Man Center X mit demselben Wert initialisiert wird? Dadurch würde man ja bei jedem Durchlauf den neuen Wert mit dem Standardwert wieder überschreiben. Und da liegt die Antwort in der Verwendung einer globalen Variable. Wir haben die bei unserem Programm schon vorbereitet, auch schon vorher, haben sie aber noch versteckt. Die sind nämlich hier ganz oben. Globale Variablen sind für das gesamte Programm sichtbar. Sie können von jeder Stelle im Programm aus aufgerufen und verändert werden. Im Gegensatz dazu sind Variablen, die zum Beispiel im Setup- oder im Draw-Bereich deklariert sind, lokale Variablen. In diesem Fall zum Beispiel ArcStart, ArcEnd und so weiter. Diese sind nur innerhalb des jeweiligen Bereiches sichtbar. Das heißt, nur innerhalb des Draws kann ich ArcStart
einerseits verwenden und andererseits auch neu zuweisen. Globale Variablen werden noch vor dem Setup-Bereich, nämlich hier ganz oben, deklariert und initialisiert. Und erst danach wird das Setup-Teil ausgeführt, um die allgemeinen Einstellungen zu setzen beispielsweise. Im Anschluss daran wird Draw wieder und wieder von oben nach unten durchlaufen. Ein Detail haben wir aber noch übersehen. Bisher haben wir den Hintergrund des Sketch-Fensters immer in Setup eingefärbt. Das haben wir mit der Anweisung Background 255 gemacht. 255 steht in diesem Fall für die Farbe Weiß. Vielleicht ist Ihnen aber aufgefallen, dass wir in diesem Fall den Befehl Background 255 in die Draw-Methode geschrieben haben, nämlich genau hier. Der Aufruf der Anweisung an dieser Stelle hat aber einen ganz bestimmten Grund. Es spielt nämlich aufgrund der Eigenschaft von Setup und Draw eine wesentliche Rolle, in welchen Bereichen wir diese Anweisungen schreiben. Wenn wir die Anweisung Background in Draw schreiben, verwendet man für jeden Draw-Durchgang ein neues Blatt, um die Szene auszugeben. Wenn wir uns das noch einmal in unserem Beispiel ansehen, wird hier jedes Mal, wenn Draw aktualisiert wird, ein weißer Hintergrund erstellt und anschließend der Backman darauf projiziert. Was passiert aber, wenn wir jetzt hier Background 255 von Draw wieder in den Setup-Bereich schieben? Das können wir uns am besten gleich praktisch anschauen. Wenn wir jetzt das Programm ausführen, wird man erkennen, dass hier der Backman sich bewegt und eine Art Schleimspur, ähnlich wie bei einer Weinbergschnecke, hinter sich herzieht. Im Beispiel des Druckers würde das bedeuten, dass wir immer wieder das bereits bedruckte Blatt erneut in die Druckerlade legen. Und das wird dann wieder bedruckt und wieder bedruckt und wieder bedruckt. Und wenn das nicht so wie beim Backman in einer schönen Linie wäre, würde man irgendwann nichts mehr lesen können. Falls Sie noch mehr zu dieser medientechnischen Thematik erfahren möchten oder noch tiefer in die Draw-Methode eintauchen wollen, klicken Sie einfach hier auf die angeführten Links.